Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf alle Shorts von Chaos Flo 44. Grüße gehen raus an dich, Flo, denn die Idee kam tatsächlich auch von Flo selber. Ich habe vor 5 Monaten, glaube ich, ungefähr auf Flos erstes Video reagiert. Und er meinte dann zu mir: Ryan, guck dir doch auch mal gerne die Shorts an, falls du Bock hast. Du bist in vielen nämlich auch mit dabei. Und ich dachte, deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Hier sehe ich sogar schon, bin ich auf dem Thumbnail mit drauf. Ich habe ein einziges Short tatsächlich schon mal von ihm gesehen. Und zwar das hier: Wer als letztes den Kreis verlässt, gewinnt. Das hatte ich nämlich irgendwann mal auf meiner Startseite und war so, hä, da bin ja ich, wer hat das denn hochgeladen? Und habe danach erst realisiert, dass das von Flo ist, als ich mir das angeguckt habe. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Short. Von der würde ich sagen, wir schauen hier einfach mal rein. Der hat echt viele Shorts, ne? Das ist krass. Ist das? Lol, von wann ist das denn? Das ist ja heftig hier, okay. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Wir starten aber hier ganz oben bei dem letzten Short und arbeiten uns da durch. Von daher starten wir mal mit Top 5 Minecraft-YouTuber-Inselspieler. Let's go! Top 5 YouTuber-Inselspieler. Kia. Bin gespannt, ich kenne ja nicht so viele von. Was ist das hier? Halbfinale. Achso, das ist ja verlinkt. Team-Millionaire Hardstyle, let's go! It's you. Okay, da war ich, mit Sio habe ich ja sogar schon mal aufgenommen, da war ich ja bei einer, was war das denn, von Flo, Flo hat auf jeden Fall ein Video aufgenommen, mir fällt gerade der Name einfach nicht ein von diesem Format, aber da waren wir ja beide mit dabei. Flo! Er packt sich selber auf Platz 3, ich glaube es nicht. Ah, er rettet ihn jetzt wahrscheinlich. Vor dem Alpha-Clan war das, glaube ich, oder, den wir da hatten, ich bin da leider nicht ganz so drin. Tobi, der böse Admin. Nein, der Admin. Er bannt einfach alle weg. Und, nein, nicht easy! Alphastein? Warte, was ist auch die Reihenfolge? Ist Alphastein jetzt Platz 1? Oh mein Gott. Top 5 YouTuber ist. Okay, okay. Dann schauen wir uns mal das nächste an. Da kann ich vielleicht mehr mit anfangen. Und zwar ist das nämlich 7 Tage bei Easy Cheesy Wohnen in Minecraft. Tage daher, let's go. Easy Cheesy Wohnen in Minecraft. Ah, hier wohnt Easy. Schickes Haus. Hi, Flo! Ich kann mich nicht entscheiden. Warte, was ist das? Ein Kleid, okay? Ich kaufe natürlich alle. In Pink. 700! Okay, was machen die 7 Tage? Käse raus. Mein Käse! Nein, Billy isst den ganzen Käse auf. Bleib stehen! Was Easy wohl für Haustiere hat? Schinken? Ja, einfach der Minecraft-Freunde zu aus Freunde 1. Oh Mann. Yeah, Hardstyle. Klar, dass der gute Team oder Hardstyle wieder dabei ist. So, hier noch ein bisschen. Was macht der da? Ist er im Aufnehmen oder? Und fertig. Hä? Nein! Ach so, der hat ihn geschminkt. Warte mal, das müssen wir mal angucken. Ach, das ist ein Schminktisch. Leute, ich dachte, das wäre so sein Aufnahmesetup, warum auch immer. Wenn ich Flo auf dem Stuhl sehe mit dem Schreibtisch, denke ich halt, der ist am Aufnehmen. Aber das ist, der wird geschminkt einfach. Hä? Wow! Jetzt entspannte Runde, Bad Wolf. Das sollte sein neuer Skin werden. Oh, kein Fuchs. Oh mein Gott, ich brauche dringend einen Schnitzel. Hä? Nein! Was ist das denn, Leute? Easy ist mad, weil Flo einen Schnitzel gegessen hat. Hä? Bei Easy färben sich aber nicht nur die Augen rot, sondern auch die Haare einfach. Da, warum? Die hat jetzt dunkle Haare. Nein! Wenn Easy mad ist, färben sich die Haare anscheinend dunkel. Keine Ahnung. Und wieder in die Explosion am Ende. Aber schon mal sehr nice bis jetzt. Ich finde das ganz cool, wie die Shots gemacht sind. Ich muss vielleicht auch mal welche machen. Ich habe ja nur, mache immer nur diese Remixe manchmal aus den Videos, irgendwie dann so ein Highlight da rausschneiden oder so und das halt als Short. Aber so ein extra Short ist eigentlich schon ganz cool. So, was haben wir jetzt? Wer als letztes das rote Dreieck verlässt, gewinnt. Okay, bin ich da jetzt das dabei? Das rote Dreieck verlässt, ist das erste, wo ich dabei bin? Let's go. Ja, da bin ich. Und ich gewinne ja bestimmt, Leute, oder? Hoffen wir mal. Cobblestone? Ne, Cleanstone? Was macht der? Oh. Rip. Einer schon mal draußen. Easy baut natürlich wieder ein pinkes Haus. Oh, eine KI. War das zu Minecraft KI-Zeit? Rip Gumbo. Und Lars. Oh. Okay, Akku leer. Was ist seine Mission? Springt er jetzt einfach die ganze Insel weg? Dann ist doch jeder Rip, oder nicht? Nein! Also ich gewinne anscheinend schon mal nicht, Leute. Das ist natürlich sehr schade. Warum hat das Flo nicht erwischt, die Explosion? Oh, er ist selber auch draufgegangen. Flo gegen die KI. Wer wird gewinnen? Leute, war das der Stromschalter? Ich dachte, das wird ein Lichtschalter. Wer als letztes?
Aber keine Explosion am Ende diesmal. Ich bin gespannt, wie viele es davon noch gibt. Wir haben uns 3 Shots angeguckt und dann 2 war einfach eine Explosion am Ende. Die komplette Weiter geht's. Evolution von Minecraft. 0.1 bis 1.22. Oh, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, wann ihr angefangen habt, Minecraft zu spielen. Bei mir war das irgendwann in der Beta. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche Beta das war. Also welche genau. Irgendwann in der Beta, keine Ahnung. Was ist das jetzt? 0.1 bis 1.22. Und das ist 0.1. Sah das wirklich so aus? Das sieht ja schrecklich aus, Leute. Ich weiß nicht, wie das allererste Minecraft aussah, aber die Textur ist ja absurd. Und warum gibt's jetzt 50 Steves? Okay, 1-0. Hero Brian. Gab's denn 1-0 schon den Enderdrachen? Ja, viel später, oder? 1-7 war richtig nice. Survival Games, das war so cool. Oder damals Hunger Games hieß es erst noch. Flo spielt jetzt eh durch, oder? Speedrun? Oder was macht der? Explosion wieder. Ja, 1.30 wird mein PC auch nicht mehr mitmachen, Leute. Minecraft laggt immer zu krass, ja. Da braucht man wirklich gefühlt, man hat den heftigsten PC und trotzdem wird Minecraft irgendwie laggen. Mit irgendeinem Modpack oder so funktioniert einfach nichts. Und wenn die 1.30 so aussieht, dann war's das. Dann kann keiner mehr Minecraft spielen. Wer als letztes das... Oh, was ist das? Wer als letztes das Villager-Dorf verlässt, gewinnt. Okay, bitte, lass mich gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann eins gewinne davon. Ich hoffe das hier. Okay, Gambo Farm Weizen. Easy killt den Eisengolem. Und der baut sich auch hoch. Ja, klar. Was mache ich? Oh. Ja, easy für den Enderdrachen schon mal. Die ganzen Betten, die müssen abgebaut werden, Leute. Oh, der Villager ist aber, glaube ich, mad. Okay, das gewinnen wir anscheinend auch nicht. Aber das war's wert. Das war's wert. Wir haben die Betten. Rickam. Oh, wer ist das? Ist das Lars? Ja, der ist top ausgerüstet. So, drauf down. Jo, wer soll das denn gewinnen? Flo gewinnt das auch nicht. Was ist das für TNT? Nein, Billy. Professor Koffer hat gewonnen, aber für welchen Preis? Die 4 gruseligsten Freunde in Minecraft. Elina. Die 4 gruseligsten Minecraft-Freunde. Aber wenn das die 4 waren, die wir da gerade gesehen haben, dann bin ich leider nicht mit dabei. Leute, lasst by the way gerne schon mal ein kostenloses Abo und ein Like da, denn wir versuchen ja die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Von daher wäre es ein riesen Support, wenn ihr abonnieren könntet. Und ich hoffe, dass ich mich nicht noch krass krank anhöre. Ich hoffe, es geht einigermaßen, weil ich war die letzten Tage ein bisschen krank. Deswegen, falls meine Stimme noch nicht ganz wieder da ist, dann tut's mir leid. Eine Sache noch, die mich bei Shorts stört, fällt mir gerade auch ein, Leute. Korrigiert mich da in den Kommentaren, falls ich da falsch liege. Aber man kann die einfach nur von der Lautstärke her aus- oder anmachen, oder? Ich kann das gar nicht lauter oder leise machen. Das finde ich irgendwie mal richtig dumm. Aber ergibt ja auch Sinn, weil es fürs Handy ausgelegt ist. Da kann man es am Handy natürlich einstellen und am PC geht es dann aber nicht. Das finde ich ein bisschen nervig. Das sollten die mal machen, ne? Naja, wir gucken mal, wer die gruseligsten Minecraft-Freunde sind. Hallöchen! Das ist so nice, weil die Sounds da sind von der Minecraft-Verfolgt-Folge, glaube ich. Dafür wurden die aufgenommen damals. Aber pass mal auf, was ich für geile Butzen hier hab. Nein, nicht die Bratpfanne. Nein, der hat auch mich weggeklatscht. Warum, Ben? Ich hab dir nichts getan. Gambo? Und der wurde von Billy gegessen. Ist ja gar nicht gruselig. Seid ihr bereit für das Gambo Gaming Special? Und der gruseligste von allen, Logo. Nein. Die Glatze, sie blendet zu sehr. Nein! Sag, hat hier wer Bock auf ein Hardstyle-Battle? Die 4 gruseligsten. Die Explosion. Ich hätte gern mich am Ende gesehen mit einem Glatzen-Battle gegen Logo, weil ein Freund 1 hat. Ich hatte den Preis für die schönste Glatze gewonnen, aber ist okay, Flo. Ist okay, dass du anscheinend die Glatze von Logo schöner findest. Merke ich mir. Die 4 gruseligsten Poppy Playtime-Monster in Minecraft: Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Oh nein. Wer stirbt als erstes, ist die Frage. Ich sag, easy. Oh, oder ich, weil ich bin da gerade ganz hinten. Vielleicht erwischt er auch gar keinen. Spleeft er ihn? Vollfett, let's go, Flo. Nein! Mami Longlegs. Ich bin als erstes gestorben. Ich Mami Longlegs. Aber jetzt ist easy, als erstes down.
Ist Kissy ein bisschen nett? Nein, oder? Ich kann mich nur aus dem Kopf von allen Catnap. Nicht Catnap. Mit dem lilanen Nebel. Und gute Nacht. Kommt jetzt eine Explosion wieder? Oh, war klar, ich hole die Betten ab. Ja, Explosion war so klar. Oh mein Gott. Leute, passt auf. Sag mir, dass du einen Chaosflow 44 Short guckst, ohne mir zu sagen, dass du einen Chaosflow 44 Short guckst. Die vier grusigsten Poppyplex. Was kommt als nächstes? Deine Minecraft-Welt löscht. Nein. Oh, da bin ich aber nicht dabei, ne? Fünf Teilnehmer. Ich kann nicht gewinnen. RIP Steve. Jetzt glitscht die ganze Welt weg, oder was? Error. Aber das ist ultra gut gemacht. Noch eine Explosion jetzt gleich hier? Flo noch am Speedrun. Nein. Ach, schade. Ich hatte gehofft, der schafft den Speedrun. RIP. Ja, auch mit den Skins voll gut gemacht. Schon so zur Hälfte verbuggt oder weggeglitscht. Minecraft One Block nicht. Steve hat gewonnen, oder was? Und Explosion. Was haben wir jetzt? Die Bastion verlässt, gewinnt. Let's go. Okay, wer als letztes die Bastion verlässt, drückt mir die Daumen, dass ich jetzt endlich mal gewinne. Ich will eine Sache gewinnen, bitte. Ich gewinne die, was? Ich möchte jetzt gewinnen. Gambo ist auf jeden Fall schon mal down. Vom Piglin. Flo macht wieder einen Speedrun. Und verlässt jetzt die Bastion, oder? Ja, weil er Speedrun möchte. Was ist mit dem Piglin los? Oh nein, nein, nein. Sterbe ich jetzt wieder, weil ich die Betten habe? Oh, bitte nicht. Ich habe das Bett nicht mal aufgesammelt. Das ist eine Lüge. So bridge ich nicht. Das gucken wir uns doch mal an. Mits, kein Fast Bridge und trotzdem runtergefallen. Das kann nicht sein. Jo, der Brute hat Full Netherite. Ist Billy wieder alle auf? Ja. Axel hat gewonnen. Axel, kommt jetzt in der Explosion am Ende? Safe. Lasst ein Like da, falls es eine Explosion kommt, Leute. Ach. Oh, guck mal, eine Pfanne. Oh, ein Real-Life-Short. Leute, ihr wisst, was das heißt? Guckst du so. Hey, hallo. Gambo, bleib stehen. Hast du Ruhe? Gib mir den Riesen-Billy wieder. Nein, auf gar keinen Fall, das ist meiner. Hast du ein Abo gelassen? Hey, ja. Ich habe auch ein Abo dagelassen, aber lass nur Billy. Gambo, das ist ja nett. Ich brauch den Billy. Nein. Es ist du oder er. Wen? Oh, guck mal, eine Pfanne. Der hat aber viele XP gedroppt, der Gambo. Hey, richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass die auch Real-Life-Shots haben. Noch eins. Zum allerersten Mal Gambo in echt. Komm mit, Leute. Zum ersten Mal Gambo in echt. Genauso wie bei meinem Short ich zum ersten Mal Flo in echt getroffen habe. Ne? Stimmt, ich hab auch ein Short, was kein Remix ist. Das habe ich ganz vergessen. Mein Short, wie ich Flo das erste Mal treffe. Da habe ich ihn zwar schon an dem Tag vorher, glaube ich, das erste Mal getroffen, aber im Short dann nochmal das erste Mal. Ey, Gambo. Das genauso. Oh mein Gott, ey Gambo, ich treffe dich zum ersten Mal echt, freu mich. Wir haben uns schon gesehen. Ey Gambo, geil, dich zum allerersten Mal so zu sehen. Hä? Gambo, was machst du hier? Ja, die Leute, dachte, haben, YouTuber. Die Leute haben nicht abonniert, Mann. Was? Es läuft nicht mehr. Es läuft nicht mehr? Es läuft nicht mehr. Oh mein Gott. Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo bei Flo da. Leute, okay, er sagt, abonniert auch Gambo. Ich wollte gerade sagen, weil Gambo auch was davon hat, wenn alle Flo abonnieren, dann läuft YouTube wieder bei ihm. Und lasst ein Like da. Und lasst ein Like da, damit wir noch richtig coole YouTube-Videos machen können. Yeah. Okay, Leute, wir treffen uns. Ich glaube, das ist mein Lieblingsshot bis jetzt. Das ist zu gut. Einfach diese Stelle hier so. Hä, wir haben uns schon mal gesehen. Ich treffe dich zum ersten Mal in echt, freut mich. Wir haben uns schon gesehen. Ey, Gambo, mega geil, dich zum allerersten Mal so in echt zu sehen. Das ist das Beste bis jetzt. Das sind die vier gruseligsten SCPs in Minecraft. SCP-087, die unendliche Treppe. Nein. Ich kenne mich mit SCPs nie aus. Ich habe die schon ein paar Mal bei Flo's Videos gesehen, aber keine Ahnung, ich kann mir das nie merken. Oh oh. Ich denke, ich gehe wieder zurück. Ach so, und jetzt hört die Treppe nicht mehr auf, ne? Okay. SCP-173. Den kenne ich. Das ist, glaube ich, der, den man angucken muss, oder? Sonst bewegt er sich. Statue. Ja, das ist der. Hey, ich bin mal aus. SCP-999. Warte mal, der ist ja gar nicht gruselig. Und der SCP-096, der schüchterne Mann. SCP-096 ist einfach Lars. Okay, da sieht er wieder nicht so aus. Auf dem Bild davor sah er einfach aus wie Lars. Oh. Da
Leute, wenn ihr jetzt abonniert, dann kriegt ihr auch einen SCP-Zerstörer. Ja, echt viele Shorts, ja, ne? Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte durch oder so. Let's go. Ja, wer Freunde 1 gesehen hat, weiß, dass ich auf jeden Fall nicht den Warden als erstes killen werde. Da bin ich nämlich draufgegangen immer am Warden. RIP. Ich glaube, Gambo geht als erstes drauf. Ja. Stimmt, wir sind auch einfach viel smarter. Flo farmt erstmal Eisen. Das ist ja viel besser. Man braucht erstmal Rüstung. Und ich farm natürlich Betten, wofür auch immer. Bettenrüstung? Yo, als ob. Ich habe sogar schon mal ein Video gemacht, habe wir Minecraft durchgespielt und aus jedem Block konnte man Rüstung craften. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob es auch Bettenrüstung gab. Ich glaube schon, aber keine Ahnung. Was machen die? Aber Easy hat die ja sogar schon, ne? Das ist krass. Oh, Flo hat Hero Brian. Er rechnet jetzt die Location erstmal aus, oder was? Guck mal, was hat ein Easy da für Rüstung an? Alter, guckt euch mal die Rüstung an. Lars hat auch eine krasse Rüstung. Okay, also wir können ja mal predicten. Ich sage, ich gehe als nächstes drauf, weil ich habe Bettenrüstung. Das wird gar nichts bringen. Wobei, Billy hat gar keine Rüstung, aber der frisst bestimmt den Warden auf oder so. Ich sage, Easy gewinnt das, weil Easy steht hier noch nicht. Die macht nur den Last Hit. Die ist smart. Warte mal. Oh. Stimmt. Professor Koffer war noch nicht da. Der hat ja... Flo, warum die Explosion immer am Ende? Oh Mann, okay, wir schauen weiter. Ich hatte Weihnachten das bekommen in Minecraft. Easy cheesy. Ach, sehen wir jetzt von jedem die Geschenke? Auch von Easy? Was kriegt Easy? Käse. Bär, das ist ja echt Minecraft-KI-Zeit. Was kriegt er? Wow. Oh, verschenkt er jetzt die Sachen? Richtig nett. Flo kriegt Schnitzel. Krieg ich auch was? Easy. Oh. RIP, Bert. RIP. Was ist das denn? Was ist das denn? Huh? Ist Glas? Wow. Yo. Ja, smart. Leute, ich hätte auch gern ein Abo zu Weihnachten und eine Explosion. Hätte ich aber nicht gern zu Weihnachten. Warte, egal, wir gucken weiter. Wer am längsten auf Superflat überlebt, gewinnt. Oh. Let's go. Nein, da bin ich auch nicht dabei, oder? Mann, ich will einmal gewinnen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich in irgendeinem von diesen Videos da gewinne. Bitte, Superflat. Wer könnte Superflat gewinnen? Gambo schon mal nicht. Der hat Bedrock abgebaut, wie auch immer er das geschafft hat. Ey, das ist auch was, das baue ich jedes Mal falsch. Cobblestone-Generator, immer wenn ich Skyblock oder so spiele, immer falsch. Dabei ist es eigentlich einfach, den zu bauen. Ich habe keine Ahnung, ich vergesse es immer. Oh. Du schaffst es, Axel. Da vorne ist Wasser. Ah. Flo im Nether. Gibt's super flat Nether? Aber es gibt auf jeden Fall kein Stronghold. Ah, stimmt. Essen ist dann auch ein Problem. Die verhungern alle. RIP. Oh. Oh, mit dem Pisten. Junge, Professor Koffer ist smart, ja, ne? Der gewinnt öfter hier. Der analysiert das Ganze immer und hat da den besten Plan nachher. Ich kann's kaum fassen. Ich hab morgen meinen Geburtstag. Ich bin 25 Jahre alt. Alles Gute nachträglich. Ich mir den Geburtstag gewünscht hab. Ein Like gewünscht, und ein Abo, passt auf. Dass ihr mich abonniert und ein Like gelöst für all die coolen neuen Projekte, die demnächst alle kommen. Ich kann's kaum fassen. Ja, okay, was haben wir hier? Den ganzen Chunk abbaut, gewinnt. Okay, komm, bitte. Ich schaff das. Achso, ich wollte gerade sagen, warum mache ich das? Aber man kann das schnell abbauen dann, okay. Machen wir Teamarbeit? Sagen wir so aus. Nein, das gewinnt Professor Koffer wieder. Der hat gleich irgendeine Superformel, ich sag's euch. Der hat einen Bohrer. Das ist Cheating. Auch noch TNT. Was hat Flo vor? Durchspielen? Achso, der baut einen Beacon. Genau. Huh?
Alles klar. Weil er abonniert hat, konnte Billy den ganzen Chunk essen, oder? Ich verstehe es nicht. Billy hat auf jeden Fall gewonnen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist in dem Video. Ey, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Shorts geguckt, Leute. Wir sind, glaube ich, gerade mal hier. Das hier kommt noch alles. Das ist ja ultra viel. Das können wir, glaube ich, nicht alles in einem Video gucken. Das wäre ein Stundenvideo nachher, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Part 2 haben wollt. Ein, zwei gucken wir uns noch an und dann... Ich will das auf jeden Fall sehen, weil wir schauen uns das an. Was ist das? Was ist das für ein Short mit diesem legendären Vorschaubild? Vor etwas mehr als 2 Wochen habe ich ein Charity-Video zu Hashtag Team Seas hochgeladen, wo alle 2 Euro einen Kilo von ist das? Aus dem Ozean weltweit entfernt, ja? Um die Meere nice. Zu schützen, Wasser zu reinigen und allgemein Müll zu entfernen. Mein Ziel war es zusammen Flo. Mit euch als Team Melone. Flo sieht so anders aus da. 4.444 Euro. Das muss alt sein. Ja? Auch mit dem Hashtag Team Melone Ozean Design und insgesamt durch eure Unterstützung. Insgesamt haben wir 3.600 Das ist krass. Euro nur mit dem Merch Design gemacht hier. Okay, seh ich irgendwo von wann das ist? Vor 2 Jahren. Okay, ja gut. Ich hatte gar nicht mal im Kopf, dass es vor 2 Jahren schon Shorts gab überhaupt. Ja, was ist das? Minecraft? Aber es wird immer mehr verbuggt. Was war das? Ist das mit so Meme-Bildern? Ja. Ich glaube, das ist Copyright-Musik, das macht mir Angst. Komm, wir gucken uns noch eins an, wo ein Typ gewinnt. Guck mal hier, komm, wir gucken uns noch das an, wie Flo die 1,6 Millionen erreicht, weil danach kommt eins mit der, wer das und das macht, gewinnt und dann haben wir einen guten Abschluss. Oh mein Gott, 1,6 Millionen, Flo, Glückwunsch, hat eigentlich schon 1,7. Gucken wir uns mal nebenbei an. 1,63. Ey, das ergibt gar keinen Sinn. Das ist voll verbuggt, Leute. Wenn ich hier raus habe, guck mal, ich spiele das ab. Jetzt gehe ich hier raus, dann spielt er ein anderes ab. Pass auf. Hey, jetzt geht's. Gerade hat der dann einfach gewechselt. Einer noch. Let's go. Oh, Leute, abonniert mal Flo, damit er auch die 1,7 Millionen erreicht. Und schaut jetzt zu, wie ich das hier gewinne. Passt auf. Wer als erstes die Fahne erreicht, gewinnt. Let's go. Das ist mein Sieg, hoffe ich. Fahre mich wieder betten. Oder was habe ich gemacht? Wehe, ich fall beim Bridge. Aber okay, aber ich lebe noch. Entspannt, alles entspannt. Oh nein. Der Kürbis-Golem. Ja, hol easy, nicht mich. Warum fight ich den überhaupt? Ich hätte einfach vorbeirennen sollen. Okay, Flo ist smart, er travelt im Nether. Das ist richtig gut für die Distance. Wobei er weiß ja vielleicht gar nicht, wo er hin muss. Stark, Manfred. Gambo, abonniert erstmal Flo. Was hat er jetzt? Speed dadurch bekommen? Das ist Cheating. Gewinnt er jetzt? Gambo gewinnt. Smart. Okay, schade. Leider immer noch keins gewonnen. Vielleicht gucken wir uns nochmal die anderen Shorts an. Vielleicht gewinne ich da irgendwo, Leute. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und abonnieren. Schaut bei Flo vorbei. Link in der Beschreibung. Und auf Wiedersehen.